Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute ist Mousetrap Hotel für den Gameboy dran. Ein US-exklusives Spiel. Gretchen hat fragt nach. Ich verhaspel mich hier schon. Gretchen fragt nach, hat sich das Spiel gewünscht. An dieser Stelle vielen Dank an dich. Und ja, es ist ein US-exklusives Spiel. Und ganz ehrlich, wenn ich hier schon diese Demo-Abläufe hier sehe, habe ich ein schlechtes Gefühl, denn es sieht nicht sehr elegant aus. Wo ich hier gerade am Start sehe, Milton Bradley. Mir kam der Name irgendwie bekannt vor. Ich habe kurz nachgeschlagen. Das ist der Gründer der Milton Bradley Game Company, was irgendwie logisch ist. Der hat halt viele, viele Brettspiele veröffentlicht und daher nehme ich mal fast an, dass das Spiel auf ein Brettspiel irgendwie basiert. Aber ich habe da jetzt nichts konkret gefunden und es sieht also auch nicht wie eine Brettspielumsetzung 1 zu 1 aus. Also ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, einfach in die Kommentare damit. Ich schreibe alles auf eine Liste und arbeite das nach und nach ab. Aber genug der Vorrede, ich würde sagen, trauen wir uns mal ran. So, also, wir bewegen uns schon mal verdammt langsam, was immer gut ist. Wir können springen, okay, ist das hier Gegner? Es sind Gegner, offensichtlich. Okay, okay, das ist die Attacke. Wir schlagen also mit dem Schwanz, okay. Wir gehen langsam, schlagen mit unserem Mäuseschwanz. Ja, das wird Käse sein zum Einsammeln. Mausfalle werde ich wahrscheinlich nicht drauf dürfen. Oh, und jetzt nehmen hier schon... Kann ich irgendwie nach oben schlagen? Natürlich nicht. Warum auch immer. Ich habe schon hier im selbstablaufenden Demo gesehen, dass ich anscheinend hier hochklettern muss. Okay. Auch hier sieht etwas sehr seltsam aus. Weil die ganze Grafik, die sieht etwas hemdsärmlich aus. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Und so wie es aussieht, so spielt es sich im Prinzip leider auch. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist halt einfach so langsam. Kann ich irgendwie rennen? Nee. Das Springen. Okay, wenn man zur Seite springt, ihr seht selber, dass es irgendwie sehr seltsam. Okay, hier muss ich rüber. Wo in der Grafik hätte ich jetzt sehen müssen, dass das keine... Ich gehe doch mal hin. Also... Vor allen Dingen, was soll das hier für Gegner sein? Warum? Wasserblasen? Warum sollen Wasserblasen eine Maus töten? Also wirklich töten? Oder ist das irgendwie Salzsäure? Oder was soll das? So, wir sammeln das jetzt ein. So, jetzt gehe ich nochmal hin. Also diese Steuerung ist wirklich sehr schwerfällig. Also es ist zumindest gefühlt, ihr drückt nach links... Und dann stoppt der Charakter halt nicht sofort. Ihr habt immer so eine minimale Verzögerung drin. Sowas, was euch wirklich bei der Steuerung immer extrem auf den Sack geht. Okay. Ich dachte, andere Seite, ne? Da, ich kann leider nicht hoch genug zeigen, also diese Linie da. Keine Ahnung, ob es eine Waschmaschine sein wird oder ähnliches. Das wäre eine Plattform, ne? Dass man hier so drauf kann. Aber dass es der Hintergrund ist, ist, finde ich, schwer lesbar auf jeden Fall. Muss ich wahrscheinlich hier in die Mitte springen. Okay. So. Ah, okay, das sollen Seifenblasen sein. Wenn das eine Waschmaschine ist, dann werden das Seifenblasen sein. Soweit, so gut. Aber Savannen töten... Oh, das war aber echt knapp. Also im Sprung den noch ein bisschen nachzukorrigieren. Ne? Wie es in jedem guten Jump'n'Run ist hier auch nicht so... Wie viele Waschmaschinen stehen denn hier? Ah. Okay, ich bin jetzt gesprungen, dachte mir panisch, Mist, da ist eine Seifenblase, ich steuere wieder zurück. Aber ich habe die Seifenblase doch berührt gerade, oder? Und da ist nichts passiert. Ich bin doch gesprungen. Also immerhin sind die Rücksetzpunkte fair, okay. Das sei dem Spiel gegeben. Aber die Steuerung, das fühlt... Jetzt ist schon Game Over? Also, ich bin jetzt nicht der beste Spieler vom Herrn. Okay. Jetzt habe ich das Schwanzschlag-Dings etwas verpasst. Das
ist aber auch... Die Steuerung, die ist einfach nicht sehr responsiv. Also... Okay. Draufspringen. Man muss genau... Dieses Springen... Ich würde euch wirklich empfehlen, das Spiel mal selber zu spielen, dass ihr mal seht, wie einfach seltsam sich das anfühlt. Das fühlt sich halt nicht so super direkt an. Das fühlt sich, als ob ihr auf dem Mond wärt. Mond, okay. Alles klar. Also, wenn ich sie so berühre, dann sterbe ich. Wenn ich auf sie drauf springe, dann gehen die Blasen kaputt und ich überlebe es. Jetzt rein von der Spiellogik her, macht das keinen Sinn. Also Spiellogik ja, von der Realität her meine ich natürlich. Abgesehen davon, dass ich glaube hier so kleine Blubber... Ich hab gedrückt! Warum ist der nicht gesprungen? Ohne Witz, ich hab aber hundertprozentig gedrückt. Jetzt hält er sich nicht automatisch an dieser blöden Gitter zum... Ein Versuch noch. Und ich gucke mal, ob es andere Gegner als fitze kleine Seifenblasen gibt. Ja, zumindest hätten sie so anständig sein können und die Seifenblasen in eine normale Größe fabrizieren können, ne? Weil normalerweise in Spielen oder sonst wo sind Seifenblasen größer als das. Aber stellt euch mal vor, ihr seid eine kleine Maus. Ja? Kleine Maus. Es ist ja ungefähr im Maßstab mit den Waschmaschinen. Das passt ja alles. Das ist ja alles so Realweltgröße. Und selbst diese kleinen Seifenblasen sind im Vergleich zur Maus, wenn ich mir mal so hinstelle, ein Fünftel groß. Was für kleine Seifenblasen sollen das sein? Die sieht man doch gar nicht. Die sieht man nicht. So. Versuche hier mal so einigermaßen fluffig. Oh, okay. Zack. Hat sich das Ding da gerade gedreht? Dass sie da nicht vernünftig... Oh. Jetzt. Ich hab gedrückt. Ich weiß nicht, ob ihr den Ton gehört habt. Ich hab gedrückt. Also wenn man sich jetzt nur nicht was drauf verlassen kann, dass der Sprung... Oder ich mache irgendwas blöd. Also aus dem Stand springen ist anscheinend... mal klappt's nicht. Gut. Weiß ich immerhin Bescheid. Komm, ich habe doch die Seifenblase von oben berührt. Also der Logik nach hätte diese jetzt zerstört werden müssen. Aber ich bin gestorben. Ich liebe es, wenn Spiele ihre selbst erstellten Regeln einfach mal so komplett aushebeln. Okay, wir haben noch einen Maxi. Anscheinend heißt die Maus Maxi, okay. Ist nicht verkehrt, Maxi, die Maus. Selbst wenn ich jetzt noch einen Maxi habe. Bah! Nee, also die Steuerung ist verhunzt, Technik ist bla. Es spielt sich einfach nur super schwerfällig. Finger weg vor diesem Spiel. Es ist wirklich gut, dass das Spiel in Amerika geblieben ist. Es gibt wirklich tausendmal, aber wirklich tausendmal Besseres auf dem System. Deswegen ein würdiger Wunsch. Gretchen fragt nach. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wenn ihr auch Wünsche habt, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.